Machen wir gleich die nächste Folge. Folge 7. Dieser Megatriumph, den muss man ja gleich mal mitnehmen. Gut, 21:10 ist es nicht berauschend. Aber wir haben gewonnen und eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen Pech gehabt, aber es bleibt nicht aus. Bei Battlefield kein Pech zu haben, ist quasi nicht möglich. Dafür hatten wir auch einiges Glück, dass wir immer schön von der Seite gekommen sind, wenn die gerade auf andere gefeuert haben. Insofern war das geil. Geil, geil, geil. Ach, es läuft wieder so schön heute. Es läuft alles so schön. Wenn Battlefield immer so schön wäre, wäre es das beste Spiel aller Zeiten. Aber leider ist es das nicht. Ich finde die Grafik schon. Das macht mich schon. Und der Sound. Grafik und Sound, das ist schon. Das haben sie drauf. Mannequin von da ist. Hier ist keiner. Jetzt krieg ich noch ein Dach. Ja, die müssen dann alle irgendwo hier sein. Weil irgendwo müssen sie ja rumdunkeln. Kann ja nicht sein, dass gar keiner da ist. Hab ich ein bisschen Angst. Okay, first enemy is killed. Let's move on. Ha, ja, den hab ich natürlich auch gesehen. Hat er mich aber auch. Ist schon im Visier herumgekommen. Und dann waren auch noch drei. Ich hätte jetzt nur mit einem gerechnet. Ach, Scheiße. Das war ein bisschen zu unkontrolliert. Jetzt würde ich dann erstmal doch ganz gerne nachladen. Ruckelt schon wieder. Ich hab die ganze Zeit heute Hänger. Aha, warte. Ah, nur ein Kill. Was ist denn das? Doch auf ungefähr das ganze Team einmal gefeuert. Aber egal, noch läuft's gut. Ich habe noch kein großartiges Pech. Kills sind ja nicht alles. Und hier wird irgendwie auf mich geschossen. Ich laufe wieder genau in die Granaten. Wie dumm. So blöd. Die war sogar schon tot. Ist einfach mal weggeblieben. Zimmer 1-3. So. Echt. Jetzt verstecken wir uns erstmal. Kann ich sie nicht treffen, oder was? Sehe ich natürlich nicht mehr. Aber nicht, dass der sich nochmal zeigt. Kann ich hier hoch? Das wäre das absolute Optimum, wenn ich da reinkäme. Ah, nein. Das ist natürlich nicht. Also vielleicht. Merken durch die. Ja, das habe ich gehört. Ach, ich muss auch leiser gehen. Das ist halt auch schlecht. Tesla Camper. Ach, das ist so schön. So schön nett auf diesem Server. Ja, meine Schuld. Da bin ich mir noch reingelaufen. Ich weiß nicht genau wo. Einfach mal irgendwo hinzuschießen, kann nicht schaden. Ich mal außen rum, weil jetzt wissen wir natürlich, wo ich stehe. Das ist ein bisschen blöd, als vorzugehen. Da stehe ich nicht so drauf, ehrlich gesagt. Meine Herren. Schieß doch die ganze Zeit hinter die Gegner. Das war klar, weil da so viele Gegner waren. Hätte ich auch, ehrlich gesagt, hätte ich da mal eine Granate reingeschmissen.
kann ja nichts für. War halt dumm, dass ich dann genau alle gekillt hatte schon. Das kann er auch nicht riechen, wenn er kein Radar hat hier. Ah, ich das hasse, hier immer zu hängen. Na, scheiße. Da oben war noch ein Sniper, der hat den einen gekillt. Deswegen dachte ich... ich bin wieder besonders gut. Und mach das irgendwie anders. Ich immer ein Loch rein. Also sind wir. Ah nein, ich bin da rein! Ich will mich aus dem Dunkeln den Sniper da weg. Ist gar nicht mehr da. Ist ja behindert. What the fuck? Wo bist du das denn jetzt? Silver PL 14.2. Na, das ist schon so merkwürdig. Das kann man natürlich auch gehört haben, wenn ich reingehen sehen kann. Irgendwie habe ich gerade nicht so richtig Glück mit den Gegnern. Wenn die natürlich auch nur im Haus rumsitzen und snipen, dann ist natürlich klar, dass man da wenig Chancen hat mit seiner MG. Müsste man irgendwie an den vorbeikommen und von hinten in diese Häuser rein. Na gut, dann würden sie es natürlich und dann stehen sie wieder an der Treppe und das ist auch wenig Chancen. Das ist mit der besseren Waffe. Also müsste man genauso gay hier irgendwo sitzen und kämpfen. Dann wär's fair. Komm. Na, hier ist auf jeden Fall irgendwo jemand. Deswegen sichert man die Eingänge ab. Das war nämlich wahrscheinlich der, der geschossen hat eben. Mit dem elenden Raketenwerfer. Вижу вражеского солдата. Ist noch einer? Nein. Солдата вижу вражеского. Er kommt doch da gleich. Hä? Ist doch gerade in das Haus rein. Das wird irgendwo da vorbeikommen eigentlich. Was ist denn da los? Ja, jetzt wird hier auch mal ein Sniper weggesniped. Ah. Ah, wieso bin ich mehr von diesen Claymores? Ey? Man muss eigentlich die ganze Treppe damit zuklastern. Alles. Den ganzen Eingang, überall hin und so Dinge. Wird ja hier vom Team eh nicht gedeckt. Der eine hat 19-3. Was geht denn da wieder ab? Hau nicht zu. Geh weg. Ist aber nicht, dass ich mich da zeige, oder? Da hast du aber. Da hast du dir den falschen ausgesucht. Ich hätte ganz sicher einen Teufel tun, wenn darüber schauen. Jetzt warte dann nicht, bis ich mich zeige und dann rückt er mich mit einem Schuss. Ins Gesicht drückt mich weg. Lebt das immer noch. Jetzt wird dann... Ey, du kannst aber echt mit dem MG. Wenig, Mann. Ich würde halt gerne offensiver gehen, aber man kommt hier nicht vorwärts. Komm ich da denn lang?
Was macht denn er? Ich helfe den Teammates. Und werde dafür noch zu Kate. Ah, jetzt kommt mal wieder einer von hinten. Was? Wir gewinnen? 7-3-8, 25 Stunden, ja. Wahrscheinlich die Übersniper vom Herrn. Die irgendwo im Haus sitzen und alles wegmachen, was geht. Das ist halt nicht so geil auf mir. Das ist halt eher so. Ja, schon wieder. Das ist halt eher so ein Sniper-Ding. Aber da muss man natürlich auch mal mitspielen. Also, ich werde jetzt nicht zur Sniper wechseln, aber es ist Sniper-Map, tut mir leid. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wir wollen nochmal so oder so. Von daher, scheiß drauf, dass wir negative Stats haben. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich kann ja auch nicht immer voll abgehen. Was mich nur nervt, sind diese Mikro-Ruckler, die ich schon wieder habe. Dass immer das Bild hängt. Das muss doch wieder diese Creative Sound Karte sein. Das kann doch nicht anders sein. Das ist das Einzige, was ich jetzt gewechselt habe. Das heißt aber, ich muss das Mainboard wieder umbauen. Das andere Mainboard hatte das nicht. Das ist ja die Frage, wie viel Lust ich dazu habe. Aber so Mikro-Ruckler sind halt schon extrem nervig. Wahrscheinlich das komplette Bild hängt. Macht das nicht so große Freude, ehrlich gesagt. Sogar ganz im Gegenteil, das ist ziemlich nervig. Aber Mainboard umbauen ist halt der größte Scheiß. CPU wechseln, kein Problem. Kühlkörper wechseln, kein Problem. Grafikkarte wechseln, überhaupt kein Problem. Netzteil wechseln, auch kein Problem. Aber Mainboard, da steckt ja alles dran. Du musst ja alles einmal umbauen. Wenn du Pech hast, geht dein Windows nicht mehr und dann musst du formatieren. Das ist echt nicht so geil. Jetzt habe ich schon gerade gewechselt. Ich dachte, das hier wäre besser. Aber es hat halt wieder so ein Creative Soundchip drauf. Und für Creative, das ist immer so eine Sache. Die haben häufig das Problem, dass du da Mikro-Ruckler hast. Und die habe ich halt jetzt auch erst wieder, seit ich das neue Mainboard habe. Da ist schon wieder. Wieder einer. Hängt's halt wieder total. Das kann ehrlich gesagt nicht sein bei dem CPU. Der hat 8 Threads mit 4 Kernen und 4 bis 4,4 GHz. Was? Ach komm. Da kann ich jetzt nicht schon wieder Mikro-Ruckler haben. Dann auch ein bisschen annerven, ehrlich gesagt. Das heißt aber, dass ich das Mainboard dann wechseln muss. Nein! Achtung, Achtung, Achtung! Wieder Big Moon, habt ihr uns gesehen? Ja. Das ist echt nervig. Ah, da oben ist einer. Kannst du halt nichts machen. Oh, das lief so schön auf dem anderen Mainboard. So schön flüssig. Das Problem ist halt, sowas sieht man halt im Benchmark auch nicht. Das ist das große Problem an der Sache. Danke. Da irgendwie gekillt hinter mir. Ah, ich muss einfach immer rushen. Es führt keinen Weg von vorbei. Ich muss immer rushen. Ich kann quasi gar nicht stehen bleiben. Ah, nein. Aber hier möchte ich jetzt auch nicht stehen bleiben. Hier geht doch was. Oh, oh. Jetzt aber schnell weg. Wenn das einer gesehen hat, dann bin ich ja sofort. Na, da ist einer von uns.
Meine Fresse, ey. Ja, das war klar. Ich hätte selbst weggehen müssen. Da hätte ich weggehen müssen. Du dummer Idiot, er sagt's. Wahrscheinlich meint er nicht mich, aber er hat recht. Immer nur so blödsinnig da rumsitzen. Oh, was eine geile Position, wenn sie jetzt mal jemand zeigen würde. Sieht mich halt kein Mensch jemals. Ich kann ja schön nur Headshots bekommen. Muss sie halt einer zeigen. Oh Mann, vielleicht zu spät. Scheiße. Ah, das hab ich jetzt natürlich nicht gesehen. Jetzt sind beide da oben auf dem Dach. Ja, scheiße. Och, das war natürlich schlecht. Hab ich zu lange gebraucht. Und dann waren es auch zu viele und zu viele Sniper und... Wie diese Sniper-Maps. Ich muss irgendwie näher rankommen. In den Häusern muss ich ja nicht stehen. Ansonsten ist es echt scheiße hier. Oder irgendwo da unten bei dem Wohnwagen. Ach komm, das kann doch nicht sein! Wie kann der denn da einfach wegrennen, wenn ich auf den schieße? Und dann kommt wieder einer rum und killt mich. Das andere Member war geiler. Oh nein, oh nein, geh weg. Ich hab gar keinen Bock drauf. Jetzt ist natürlich auch noch einer offensiv. Oh, komm schon, nicht immer so ein Pech bitte. Jetzt mach ich nur da hinten spawnt. Was ist das für ein Dreck? Jetzt endlich nur. Feuer, ich hab wieder nicht getroffen, oder? Ach, komm. Und schon wieder von dem. Nee, das ist aber jetzt gerade nicht mehr lustig. Wie kann ich denn den nicht getroffen haben da oben? Nicht nur Feuerschutzhilfe, ist aber jeder Schuss von mir drauf. Müssen mal den gekillt. Also mehr Pech geht ja fast nicht. Dann nimmst du wieder die Claymore und dann kommt er wieder oben um die Ecke, obwohl da ein Teammate ist. Aha. Das ist doch mal ein guter Spawn. Problem ist, man ist halt wieder zu weit weg. Was ist zum Henker? Wie denn? Wo denn? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich spawn schon wieder und dann stehen wieder zwei Leute da außen. Ach Gott. Wie kann man denn so ein Pech haben? Ach nee. Was ist denn das hier für ein Sniper-Nest? Wieder ganz hinten am Arsch der Welt. Das mache ich keine Freunde. Wie sitzt du da oben auf den Dächern? Ist halt nicht mehr da. Wo denn? Ist ja kein Mensch. Haha, hab ich doch gesehen. Das war doch einer. Ach komm, kann man da nicht? Kann man nicht durchschießen?
diese miesen Camper hatten. Und ist noch einer. Das ist doch unerhört, wie die campen. Ja, toll. Das hat überhaupt keine Energie. Schnell der mich jetzt gekillt, Alter. Leute. Was ein Scheiß, 94,50 und 99% bei denen waren Sniper. Die oben auf dem Turm und auf dem Dach sitzen, wo sie gar nicht mehr erwischen werden. Das ist völlig unmöglich ist, mit dem MG überhaupt irgendwas zu machen. Ja, aber echt, die Camper sind spawnkillers. Aber warum? Das war ja echt der größte Scheiß aller Zeiten. Das ist dann halt so Maps, wo ich nicht verstehe, was sie sich dabei gedacht haben. Was erwarten sie denn, wenn sie da keinen Cap reinmachen, dass man nur zwei Sniper oder so im Team haben darf? Ist doch klar, dass jeder der Sniper wird. Und sich dann am möglichst weit entfernt irgendwo auf dem Dach stellt und du nichts machen kannst, weil du kein Heli hast zum Hochfliegen, weil du die Leitern halt niemals hochkommst, weil sie da mit Claymores und Granaten und dich wegsnipern von dem anderen Haus und keine Ahnung. Es macht doch keinen Sinn, so eine Map zu entwerfen. Dann sollen sie gleich sagen, okay, wir machen Sniper-Level oder Sniper-Server, jeder sniped und dann ist gut. Aber darauf habe ich keine Lust, dann gehe ich da nicht drauf und spiele das nicht. Also irgendwie das Balancing ist echt sehr, sehr fragwürdig. Teilweise. Dass man überhaupt dann in die gegnerische Base gucken kann mit der Sniper, das ist halt auch so ein Ding, was ich nicht verstehen kann. Wieso spawnt man nicht einfach hinter einem Hügel, wo die Gegner gar nicht hingehen dürfen? Wo direkt weggemetzelt werden. Hier ist einigermaßen besser. Die kann man wenigstens unten rein. Weil oben ist auch Sniper. Über. Hätten das hier Sniper-Elite nennen sollen. Genau wo. Irgendwo ist hier aber mehrere. Mehrere wahrscheinlich. Das ist ja überhaupt niemanden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo Freund und Feind ist. Ja, würde mir das bitte... Ach komm! Ach Gott, das kann doch nicht sein. Wo gehen meine Schüsse bitte hin? Und schon wieder ein Mikro-Ruckler. Nice. Wiederbeleben bitte. Das ist echt fraglich. Ich verstehe schon wieder nicht, wo die ganzen Gegner sind. Irgendwie schon wieder alle auf dem Dach oder was? Das ist ja echt unspannend.
Das kann doch eigentlich nicht sein, dass hier niemand ist. Kein Kommentar. Muss da einmal rumstehen, vier Leute dann. Gerade einer. Sniper Spot. Flucht Nummer 1. Gott, kann man nicht mal hinter dem Zaun lang gehen? Bisschen Deckung wenigstens. Zwei Zauber. Ich sehe wieder keinen. Immer nur einen, ich erwische einfach nicht mehr. Ich hab nur 100, was? Das ist, nicht zu glauben eigentlich. Wie kann man denn da noch 100 haben? Das ist ja wohl der kranke Wahnsinn. Multikill ist sinnlos. Mein Gott, wir raiden hier gerade 100 zu 56. Plötzlich ist Snipe nicht mehr in Folge. Ich gehe auch gar nicht mehr raus, groß. Das, hier gibt's gar kein Problem, oder? Ich darf aber nicht so viele Gegner killen, das checken meine Teammates nicht so schnell. Das sagt gar keiner mehr wahr. Ach was! Im Dorf, hat man einen Headshot. Da habe ich kein Verständnis für. Tut mir leid, am besten will ich nicht. Das war doch wieder nur Rumgelacke. In der Mitte geht gerade einiges. Wo ist denn hier die Mitte? Das wird gar nicht, wo ich bin. Ach komm, jetzt hör mal auf! Wieder kein einziger irgendwie Schaden gemacht, oder was? In drei Leute holt sich da rein. Und niemand krepiert oder macht irgendwas. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht.
Soll ich auch nicht unsterblich? Und dann ist gleich wieder. Warum renne ich einmal? Ich meine Energie. Ach, da sollte man gar nicht hochgehen. Es war ja klar, dass ich da verreck, wenn ich da die Treppe hochgehe. 12,8, meine Güte, ey. Meine Herren. Gar keiner. Ja, vieles ist irgendwie an uns vorbeigegangen, aber trotzdem danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.